Willkommen zu einem neuen Video von uns, beziehungsweise von mir, weil Soraya steht noch draußen. Und zwar habe ich einen kleinen DM-Haul und Soulhouse-Marken für euch, die ich euch zeigen wollen würde. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Einmal habe ich Birkenwasser gekauft, weil Soraya schubbert sich total an der Mähne. Also nicht schlimm, aber auch so ein bisschen an der Schweifrübe. Und deswegen gebe ich da so ein bisschen Birkenwasser drauf und dann wird das hoffentlich besser. Ich werde euch auf jeden Fall sagen, wie das ist in der Zukunft und ja. Dann habe ich hier Body Milk gekauft, also so Body Lotion, ganz normale, so, ja, ganz normale Body Lotion halt, falls ihr mal eine offene Stelle hat oder so, damit es ein bisschen gepflegt wird. Ja, kauft ihr eigentlich Sachen in der Drogerie für euer Pferd? Dann habe ich noch so Gliss-Kur, das ist so ein Zwei-Phasen-Ding, so Manspray, also ist eigentlich für Menschenhaare, aber ich benutze das, habe das auch früher immer benutzt und ich habe ja morgen Turnier und dann werde ich das auf jeden Fall benutzen, weil dann glänzt ein bisschen ihr Schweif und ihre Mähne. Und Babytücher. Für die Nüstern benutze ich das, oder wenn mal was auf dem Sattel ist, dann wische ich das von einem Wisch weg. Ich fühle mich beobachtet, da kommen Menschen. Peinlich. So, ich habe jetzt die Location gewechselt, wie man sieht. Ich sitze jetzt hier vorm Stroh, weil Menschen in den Stall gekommen sind und ich will da nicht auf dem Boden sitzen und Dinge filmen. Vor allem, ich habe einen Schuh als Stativ. Ja, und jetzt noch zum zweiten Teil des Hauls. Also es ist wirklich ein ganz, ganz kleiner Haul. Etwas von Soulhouse. Ich halte mal hier so ein bisschen meine Adresse zu. Ich habe noch nie bei Soulhouse bestellt. Also ich habe einige Soulhouse-Marken schon zu Hause. Aber ich habe da noch nie bestellt. Also ich habe die immer bei Equiva gekauft. Und ich bin mal gespannt. Ich habe drei Marken bestellt. Hier sind noch so die Ringe eingepackt. Also die kommen einzeln. Die lege ich mal dahin. Und ja, also von der Rückseite sieht es so aus und vorne steht Herzenspferd drauf. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Ja, die sind, ich finde die richtig schön und ich finde das auch total süß, wenn man die irgendwie an der Trense hat oder so. Also ich habe schon was an der Trense, am Vorderzeug und an der Putztasche, also an meiner Tasche, wo wir so die Sachen drin haben, die wir nicht so oft benutzen. Ja, dann die zweite Marke, die sieht von hinten genauso aus, ist auch dieselbe Farbe. So, selbe Location ohne Jacke. Ich musste wieder abbrechen, weil ich nämlich die Pferde reinholen musste und eine Freundin von mir gekommen ist. Und jetzt mache ich das nochmal, also beziehungsweise jetzt mache ich es weiter. Und zwar, genau, die waren wir bei der zweiten Marke. Die sieht von hinten genauso aus, habe ich euch ja gezeigt. Genau, und da steht Weiberpferd drauf. Genau, meine Hände sind richtig dreckig, weil ich, wie gesagt, Pferde gerade reingeholt habe und mein Pferd sah ein bisschen dreckig aus. Genau, also das sind die ersten zwei, einmal Weiberpferd und Herzenspferd. Voll schön. Ich packe die, glaube ich, auch gleich mal aus und zeige die euch noch im Nahen. Und das ist das dritte und das letzte, da steht drauf Sportsfreundin und da ist noch von einer YouTuberin steht da noch was hinten drauf. Da steht drauf, ganz viel Gesundheit und Erfolg wünscht euch Beanie Bo. Die kennt ihr wahrscheinlich. Die habe ich früher mal geguckt, gucke ich jetzt gar nicht mehr so, aber trotzdem süß. Und ich habe das ja auch eigentlich wegen dem vorne da gekauft und nicht wegen dem Spruch hinten drauf, aber finde ich trotzdem süß. Ja, und jetzt packe ich die mal aus und zeige euch die noch im Nahen und zeige euch dann später, wo ich die dran mache. So, das Sportsfreundin hängt jetzt hier am Sattel. So, hier an der Trense hängt jetzt ein Weiberpferd. So, und am Halfter haben wir jetzt Herzenspferd.